Terror ist wie das Dogma. Drunken Style voller Vodka. Meine Schwanzlänge ist unberechenbar, gefühlt so wie die Flanken von Pogba. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich bin gerade dermaßen hyped, denn SSIO hat wieder was rausgehauen. Was heißt wieder? Endlich mal. Meiner Meinung nach ein sehr talentierter Künstler, ein Künstler, der wirklich drauf hat. Das Ding ist, der veröffentlicht einfach nicht so oft. Ja? Damals nach dem Song Nutte, ich habe gedacht, Digga, das kann man einfach nicht toppen, weil da war nicht nur Rap, sondern da war auch so ein bisschen, wie er das so gerne macht, so eine schauspielerische Darleistung am Anfang. Ja, so diese kleinen Intros oder was auch immer das auch nennt, so kleine Filmchen, sage ich mal, bevor der Song anfängt. Und irgendwann mal kam 0,9 und ich habe gedacht, Digga, was geht? Er hat sich verbessert, nicht nur verbessert, er hat sich selbst überboten, ja, so krass war das, so. Und jetzt kommt SSIO mit Hash Hash, ich bin wirklich gespannt, ob er wieder sich gesteigert hat, denn SSIOs, wie soll man sagen, ich sag mal kleine Filmchen, ja, kleine Filmchen sind einfach krass und nicht nur sein Rap, sondern auch diese ganzen Intros. Und ich würde sagen, ich gehe mal hier kurz in einen anderen Screen so und wir checken uns das mal ab. 5 Minuten 21 geht der Song. Ja, ich hoffe, das wird nicht gesperrt, hoffentlich, weil ich feiere ihn. Ich muss wirklich sagen, diese 90 BPM Beats oder 85 BPM Beats, wo du einfach schon mit dem Kopf nicken kannst, so, finde ich derbe. Und deswegen checken wir es mal ab. Alles oder nichts Records. Sowas kann nur bei SSIO kommen, bereits schon am Anfang, ja. Bruder, Arsch frisst Hose. Los geht's. Yeah, yeah. Was für eine Schönheit. Was für eine Schönheit. Ich krieg jetzt schon Tränen in den Augen. Ja, Bruder. Bruder, was geht? Lang nichts gehört. Ich sehe nur dicke, dicke, dicke. Hatta. Ja gut. Ist ja alles oder nichts Records, aber okay. Ich sehe nur dicke, dicke, dicke Streaming-Zahlen. Was ist da los? 0,004 Cent pro Klick. Ich weiß ganz genau, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Ja, 0,004 Cent pro Klick. Ich weiß genau, wie viel Geld du hast. Genau. Krass. Mir ist gerade ein bisschen miese. Ich habe mich bei Aga angemeldet. Ich muss ein paar Inkasso-Schulden bezahlen. Warum ich dich überhaupt noch anrufe? Kannst du mir vielleicht 23 Euro leihen? Nein, Bruder. Ich hab nicht mehr so viel übrig. Ich hab nur noch eine 0,9 Tüte. Nein, nein. Du weißt, ich liebe dich. Aber ich kann dir aktuell wirklich nicht helfen. Zu viel Arbeit, zu viel Stress, Bruder. Denk doch auch mal an mich, bitte. Bruder, ich denk jeden Tag. Das ist so, vielleicht kennt ihr so, es gibt immer so, auch bei guten Freunden gibt es immer so zwei Seiten. Einer, der hat einiges so oder viel. Und einer, der immer so bei dem so ein bisschen schnurrt, sag ich mal. Ja. Und dann ruft genau der Typ immer an, der kein Geld hat. So, Bruder, kannst du mir Geld leihen? Ach, Digga, ich muss arbeiten und in Wirklichkeit sitzt du zu Hause und spielst Playstation. Immer so. Geil. Diese zwei Seiten, wie er das auch wiedergibt, ist, also SSIO, einfach krank. Ich feiere das so unnormal. Denk doch auch mal an mich, bitte. Bruder, ich denke jeden Tag an dich. Ich denke sogar jetzt gerade an dich. Bruder, ja, ja. Mein neues Album kommt ja jetzt raus, ne? Und kannst du mir dann auch ein paar Klicks kaufen? Hör zu, Bruder. Enno, Meru, Serwel, Meru. Die Jungs haben mal ihr ganzes Leben lang hart geschuftet für den Erfolg. Und jetzt ernten sie die Früchte. Habibi, keiner wartet auf dich. Zeiten ändern sich. Und guck mal, unser Hacker Kai, der hat auch zu viel zu tun. Das funktioniert. Wie die sich selbst einfach verarscht. Das ist einfach so geil. Das ist genauso wie mit der Sache Bushido und Animus. Ja, wo Animus auch sagt, ich schlafe auf dem Sofa ein und wache auf meinen Major. Genau, genau diese Sache, ja. Ich habe das auch letztens gesagt. Also, wenn man in solchen Sachen drinsteckt, solchen Kritiken, oder allgemein, man bekommt solche Kritik, ja, dann ist das Beste, oder was man machen kann, oder das Beste, was man überhaupt tun kann,
das zu entkräften. Ja, indem man sich selbst verarscht. So, und das ist genau das Beste. Juice, Mero, auf Platz 1 in der Türkei, ja, okay. So, das ist genau das Ding. Und die Jungs machen das einfach. Auch nicht. Oder jetzt, mein Empfang ist leer. Mein Empfang ist leer. Ciao, ciao, ciao. Wenn mir einer erklären kann, wie man Empfang leer hat. Achso, ja gut, keinen Empfang zu haben, aber ist das normal, Empfang ist leer zu sagen? Ich weiß nicht, ich glaube, also, keine Ahnung. Ja gut, wenn der Empfang schwächer wird, wie sagen wir, ja, Empfang wird schwächer. Empfang geht leer, okay. Wenn er nur wüsste, ich habe bei Banger Musik unterschrieben. Die haben mehr Para und geben auch einen Submariner. Ey Bruder, hast du Bock, diese 09-Tüte gegen deinen Rasierer zu tauschen? Bruder? Hallo? Wow, 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 okay. Das ist doch ein Bild vom SSU. Pump up the gym. Okay. Krass, wie das gut gemacht wurde, ja? Ja, ist Greenscreen, aber trotzdem nicht schlecht. Und wenn das jetzt noch mies reinballert, Beat ist natürlich gerade so ein bisschen. Also der Anfang ist okay, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt so Instrumente, die immer wieder so pausieren, sag ich mal, pulsieren, ja, dann stört das und nervt das. Gucken wir, wie der Beat sich so entwickelt. Warum so lange weg? Schlafplatz auf ein Vakuum, Hase, Pack, yeah. Whisky, kein Shampoo zur Flasche, Sekt und Fick Deutschraps, Anus von A bis Z, mein Penis. Fick Deutschrap von Anus von A bis Z, yeah, geil. Digga, seine Stimme, wie krass ich das vermisst, aber das ist aber nicht mehr so diese 90er BPM-Dinger, die er immer benutzt, so wie bei 0,9 oder Nutte und sowas. Das ist ganz anderes Style so. Vielleicht, ich bin nicht der harteste, also ich bin kein Hardcore-SSEO-Fan, vielleicht seid ihr wesentlich krassere Fans und so, kann ich voll verstehen und ihr kennt wahrscheinlich auch alle seine Songs und wahrscheinlich hat auch sowas schon mal gemacht. Keine Frage so. Aber für mich ist das, glaube ich, jetzt, ich würde sogar schätzen, neu, auf so einem Beat ihn zu hören. Und Stimme ist einfach von ihm geil. Sekt und Fick Deutschraps, Anus von A bis Z. Mein Penis ist hart, fick ein BBB Arsch. Nur klebriges Hasch, kein CBD-Gras. Problem wird gelöst auf Tschetschenenart. Darknet, Kilogramm, Packs, PPD-Fahrt. Wie Thailand, yeah. Gehst du Eier lutschen. Besonders bei Jungs mit Bikerkutten. Besonders bei den Jungs mit Bikerkutten gehst du Eier lutschen, ja? Oder gehst du Eier lutschen, besonders bei den Jungs mit Bikerkutten? Eigentlich ist das so ein bisschen, hätte ich jetzt gesagt, eine Ansage an die Leute, es ist meine Einschätzung, an die Leute, die bei Bikern, also diesen ganzen, ich will jetzt nicht den Namen sagen, ich habe keinen Bock, sonst gibt es noch Schwierigkeiten, so, aber zumindest bei den Rockergruppen so ein bisschen sich einschleimen. So für die Leute gilt das. Okay. Es könnte sein, dass hier jetzt gleich noch mehr Sachen im Text versteckt sind. Ich versuche jetzt wirklich ein paar Sachen rauszufiltern und ich kann nur das sagen, was ich denke. Falls nicht, könnt ihr gerne ganz cool in den Kommentaren mir schreiben, nee, du hast dich geirrt, alles cool. Ich nehme das auch vollkommen wahr und ich lese mir auch die Kommentare gerne durch. Was bei Jungs mit Bikerkutten. Wenn ich komm, musst du Hure dein Schweizer putzen. Gucci-Rapper werden wieder Primer-Kunden. Deutschlandweit nur noch Hurensohn. Rap-Bullen sind an meinem Hals, so wie Udo Toilette. Ich sag, ich verdiene mein Geld. Bullen sind an meinem Hals wie das Udo Toilette. Geil. Digga. Bullen sind an meinem Hals, so wie Udo Toilette. Ich sag, ich verdiene mein Geld. Nur mit Ortset, aber meine Jacke riecht nach gute Ortpacks. Mach Mucke, yeah, für alle Bankbetrüger. Du machst Mucke für die Aschkin Kübler. Geh weinen, Hure, hol die Abschminktücher. Ich mach Geld im Brennpunkt wie die alte Kübler. Yeah, ich mach Geld im Brennpunkt, so wie die Aldi-Brüder, hier. Einfach geil, dieser Flow, dieser Text, auch nicht schlecht. Ich finde sein Repertoire, auch textmäßig gesehen, ist sein Repertoire einfach hart. Und SSEO ist ein toller Künstler. Ich weiß nicht, warum er öfters so droppt. Ja, wenigstens irgendwie einmal im Monat.
ja, bei ihm ist es immer gefühlt so, er droppt was und dann ist auf einmal halbes Jahr oder Jahr nicht mehr da. So. So ungefähr ist das. Schlage den Popsänger, überfalle den Goldhändler, überfalle den Holländer, Rolex am Arsch und Omega, Tannenbusch Hash. Auto, die Karre ist einfach auch geil. Hier diese Folierung, ich glaube, das ist eine Folierung. Sieht richtig heftig aus. Boah, krass, Mann. Yeah, 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 yeah. Geil, Königskette. Hash, hash, alle deine Freunde geben Hash, hash. Hash, alle deine Freunde geben Hash, hash. Tannenbusch, hash, hash, alle meine Freunde machen Cash, cash. Machen Rash, Rash. Alle Frauen wollen Sex mit Tannenbusch, Chicago ähnlich, Ying Yang, Römer, Chicago mänisch. Pedro Lombardi, kick mir nach Straße, als die Shisha-Coupelist schießt auf der Als die Shisha-Coupelist, wenn ich mich nicht irre, ist das doch. Ist das nicht eine Liste aus Spotify? Also wenn ich mich nicht irre. Ich habe was schon mal gehört. Ich meine, das war sogar aus Spotify. Seit geraumer Zeit pumpe ich nur sau viele Songs auf Spotify, weil in meinem Auto, ich hatte mal so eine Disc und die, also Disc, so ein SSD-Stecker und der ist irgendwie bei mir, keine Ahnung, was da passiert ist, also funktioniert zumindest nicht mehr. Und seitdem mache ich über Bluetooth und ich pumpe nur noch Spotify und ich meine, das ist eine Liste aus Spotify, wenn ich mich nicht täusche. Keine Playbody, konnte mal ein Gras, aber kriegen kein Kombi. Ist der Blocker sind nach einer Mitte likes Pommy, doch ich nehm die Doggy für den 07 Skybody. Formt die Finger zu Ballermänner, doch bei Araber Clans hat die willige Afterlecker. Geht einfach stumpf hier. Yeah. Und die Arme so, yeah, schlägt sich erstmal. Boah, ich würde so gerne auch nach China oder Japan fliegen. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde so gerne diese Länder mal sehen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung wert, mal hinzufliegen. Willige Afterlecker, Rapper kurz an der Kapelle und Film ist im Panamera Baller, deine Mama weg, den Pisse im Panakeller. Chata? Bruder, ich bin das gar nicht. Du kiffst zu viel. Alle sagen das. Keine Lieder für Mädchen, Buch mit Taschgeld bei Trivago Ferien. Beim Schultertraining fällt die Rolex in deine Achsel, denn dein Arm ist ein Mikado-Stäbchen. Denn dein Arm ist ein Mikado-Stäbchen beim Training, Alter. Ich finde einfach dieser Flow, ich finde SSO, wie das rüberbringt, auch diese ganze Show, auch zwischendurch so kleine Skits und was auch immer. Ich finde das einfach unnormal heftig und wie das Video es füllt mit diesen Kleinigkeiten ist schon sensationell. Und ich finde, einer der geilsten Künstler, wenn es um Videos geht, für mich einer der geilsten Künstler. Der Typ müsste einfach ein bisschen mehr noch droppen, dann würde ich mich so krass abfeuern. Mich selbst und ihn. Komm ist mit Juppie-Soße, puff nie ohne, Loch in der Gucci-Hose. 17 riecht nach offener Thunfischdose, Bullen wollen in Bonn meine Urinpumpe. Nutte, yeah. Schlage den Popsänger. Nutte, yeah. Jetzt muss natürlich so ein sowas wie von Bones noch kommen, dieses yeah yeah. Überfalle den Goldhändler, überfalle den Holländer, Rolex am Arm und keine Omega. Tannenbusch, hash, hash, alle meine Freunde machen Cash, Cash. Tannenbusch, hash, hash, alle deine Freunde geben Ash, Ash. Tannenbusch, hash, hash, alle meine Freunde machen Cash, Cash. Machen Hook knallt auch krass. Boah, diesen Song, den werde ich wahrscheinlich heute 50 Mal hören. Ich habe heute noch so ein paar Kollegen hier, wir werden so ein bisschen LAN-Party machen. Und ich glaube, das wird die ganze Zeit gepumpt. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Krasser Shit. Yeah. Da war Teddy. Fuck, ich finde diese Folierung einfach so derb. Richtig schönes Auto. Also eher die Folierung. Das Auto, ja, das Auto auch, aber die Folierung feiere ich so krass. Yeah. Ja,
Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Danke. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.